Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Heute einmal das Gefahrenbremslicht. Wie und wo wird es eigentlich verbaut? Wir haben ja schon Fotos davon, aber ich dachte mir, ich mache mal auf die Schnelle noch ein Video dazu. Wir müssen nämlich diese Verkleidung hier und die Verkleidung der C-Säule müssen wir abnehmen und zwar demontieren, damit wir an den Einbauort für den Sensor und das alles kommen. Ich habe den mal hier. Das ist dieser Fliehkraftsensor. Hört man, wenn richtig Geschwindigkeit drauf kommt, löst er aus. Und das Modul, was dementsprechend dann nachher dafür sorgen wird, dass die Bremsleuchten blinken. Und dementsprechendes Montagematerial. Es ist alles dabei. Man muss sich keine Sorgen machen. Stellen wir das mal wieder auf. Wir müssen also hier einmal eine Schraube lösen. Die tue ich dann gleich in die Hosentasche, dann kommt sie nicht weg. Wir müssen im vorderen Bereich müssen wir auch noch eine Schraube lösen. Dafür Rücksitzbank wegklappen. Ups, jetzt habe ich mir die Lampe runtergerissen. Lassen wir es gleich mal ein bisschen unten. Hier haben es Linkshänder natürlich einfacher auf dieser Ecke. Ich bin Rechtshänder, da geht es nicht ganz so einfach. Aber funktioniert trotzdem. So, die beiden Schrauben haben wir gelöst. Dann müssen wir mal dieses Teil demontieren, oben diese Verkleidung festhalten und hier dran ziehen. Dann löst sich das Ganze. Hier nehmen wir jetzt einfach mal den Gurt raus. Aus der Führung. Dann kann das Teil nämlich beiseite. Dann müssen wir mal schauen, ob die Kameraeinstellung stimmt. Jawohl. So ein bisschen höher. Die Dichtung von der Tür einfach ein bisschen abziehen, weil diese hält diese Verkleidung auch mit. Am besten hier oben anfangen. Und abziehen. Wegklappen und nach oben abhebeln. Dann ist das weg. Jetzt haben wir hier den Zugang zum Kabelbaum. Im Kabelbaum verlaufend, bei diesem Fahrzeug wohlgemerkt. Ich will einfach nicht für alle sprechen, weil es kann auch anders sein manchmal. Sind drei Kabelleitungen, die hellblau sind. Eine dieser hellblauen ist die Leitung für das Bremslicht. Dieses muss ermittelt werden. Das versuche ich jetzt mal. Ne, den lasse ich mal lieber unten, dann kann man es besser sehen. Ich habe hier die Bremsleitung schon ermittelt. Und zwar bin ich da wie folgt vorgegangen. Ich habe mir eine Stecknadel besorgt. Mit der Stecknadel bin ich dann nach und nach durch die hellblauen Bremsleitungen gegangen. Ich habe es jetzt hier einmal, um das zu demonstrieren, eine Stecknadel reingesteckt in das Kabel. Wenn man das richtige Kabel dann getroffen hat, man beschädigt das Kabel damit auch nicht so großartig. Dann habe ich eine solche Prüflampe. Die lege ich dann auf Masse auf der einen Seite. Jetzt muss ich einmal die Zündung anmachen. So, die Bremse ist vorne getreten. Wie ich das gemacht habe, zeige ich dann auch noch. Sehen Sie nichts?
So, also hier ist die Bremsleitung. Und dieses Kabel muss dann hier durchtrennt werden und weitergeleitet werden sozusagen mit diesem Kabel, was jetzt hier hinläuft. Ich mache die Zündung jetzt mal wieder aus. Ich zeige euch mal kurz das Rätsels Lösung. Ich habe mir so ein Versandrohr genommen. Das kann natürlich auch ein Besenstiel sein oder dergleichen. Das ist dementsprechend mit dem Sitz festgeklemmt. Wenn den Sitz jetzt wieder nach hinten führe, kann ich das rausnehmen. Und dann ist das gut. Also falls man keine Hilfe hat von jemandem, der auf die Bremse treten kann, ist das eine Möglichkeit. Das Kabel, welches wir jetzt sozusagen hier vom Kabelbaum fortlaufend haben, läuft dann hier rein. Hier muss ein Loch gebohrt werden, um den Halter von dem Sensor aufzunehmen. Da sitzt er dann drin. Eine Leitung vom Sensor läuft auf Masse. Eine Leitung, muss ich mal selber mit reingucken, läuft auf das Modul. Und die beiden Leitungen vom Modul laufen hier auf das Kabel von der Bremsleitung. Und wenn dieser Sensor jetzt auslöst, wird das Modul dementsprechend aktiv und lässt das Bremslicht somit pulsieren. Dann bauen wir das Ganze jetzt wieder zusammen, weil wir es gesehen haben. Sollte auch relativ schnell gehen. Prüflampe wieder beiseite. Legen wir mal in den Kofferraum. Die C-Säulenverkleidung. Einfach nur den Gurt ein bisschen beiseite. Unten einhaken. Nach oben hoch. Das ist dann schon wieder fest. Die Dichtung wieder ran. Dann ist das auch gut. Die obere Verkleidung müssen wir dann erstmal den Gurt wieder einführen hier. Oben auflegen. Ordentlich, dass es passt. Auch in die Führungsschienen. Dann brauchen wir nur unsere beiden Schrauben wieder. Jetzt machen wir diese hier zuerst. Wieder festdrehen. Da war Nummer 1. An dieser Stelle, wie gesagt, die Linkshänder sind dazu beneiden. Die haben es leichter, das einzudrehen. Ich muss mich doch ein bisschen verwinkeln. So. Ah, jetzt habe ich den Vordersitz zu weit nach hinten geschoben und kriege die Rücksitzbank nicht nach vorne. Und schon ist das Ganze wieder so, wie es vorher war. Ja, ich hoffe, ich konnte helfen und wünsche dann viel Spaß. Bis denn dann.